Perfekt pünktlich wieder da. Willkommen zurück. Yay. Willkommen auch euch zurück. Wie auch immer. Ihr wart wahrscheinlich gar nicht weg. Für mich ist dann auch noch die Frage. Controller? Controller? Achso, ja, ich muss ja erstmal hier reinklicken. Für mich ist auch die Frage. Ich habe ja da was Feines von dem Wablu bekommen. Und zwar. Wo war es jetzt so? Da, diese Hirntafel. Da ist Kakao, Kakao anbietet. Ich habe Wasser. Wasser angeboten. Naja. Darf ich die benutzen oder nicht? Weil rein theoretisch ist ja Wablu nur VM-Sklave. Und es hat halt die Hirntafel getragen. Darf ich behalten als Ausgleich für die Pokebälle? Würde Sinn machen natürlich, weil ich habe ja so oft versucht, da die Zerschneider-Pokémon zu fangen. Und habe da sonst so viele Pokebälle weggeworfen. Also darf ich es behalten. Sagt die Shireen auf jeden Fall. Okay, nie wieder als Sklave. Relion ist auch dafür. Das scheint ja hier so ein bisschen auch jetzt die mehrheitliche Stimmung zu sein. Wow, diese Liste. Diese Leute. Dafür. Ich bin auch dafür, dass er Wablu auch behalten darf. Da macht Jack heftigen Schaden mit Psychoschock. Oh ja. VM-Liebhaber, alles klar. Spielst du jetzt noch eine Viertelstunde Minecraft, bitte? Ich spiele jetzt erstmal noch Pokémon weiter, weil ich auf jeden Fall jetzt noch Pokémon weiterspielen möchte. Ich habe da gerade noch Bock drauf. Wie gesagt, vielleicht mache ich auch später noch. Also, ich denke mal, mein Stream wird sogar noch eine Weile gehen, weil ich habe heute voll Bock auf Stream. Das läuft heute alles super. Es gibt nichts, wo ich mich beschweren könnte. Das heißt, es kann auch gut sein, du kannst auch von mir aus, wenn du irgendwie jetzt 19 Uhr Armbrot hast, kannst du auch erstmal Armbroten gehen und dann kommst du wieder und dann... Oder so. Und dann kannst du weiter gucken. Vielleicht kommt da... Was willst du in 15 Minuten in Minecraft schaffen? Das ist auch wieder eine andere Frage. Gut, dann darf ich die Hirntafel also behalten. Jetzt muss ich erstmal wieder reinklicken hier. Was? Hirntafel. Geben. Blöcke setzen, richtig. Und Jack hat die Hirntafel. Beware, Jack is evil. Der haut jetzt alles um. Und abbauen, ist schon klar, richtig. So, dann muss ich mir hier erstmal wieder ein bisschen was kaufen. Kaufen. Kann ich mir erstmal wieder ein Packen Pokebälle holen. Krieg noch einen Premierball. Boah, teuer die Scheiße. Kaufen wir uns noch 5 Tränke. Gut. Ja, wie du schon Level 17 bist, richtig. Großes Schloss in deine eigene Stadt. Huhu, Leon, du hast nicht viel verpasst. Keine Sorge. Ich habe gerade nur gefragt, ob ich die Hirntafel behalten darf und habe die Hirntafel dann auch gleich dem guten Jack gegeben. Die Hirnzellen klatschen gegen die Tafel. Er kann sie ja dann wieder aufsammeln. Bäh. Und ja, ich bin irgendwie so... Die Pause war awesome. Try this. Give me... What the fuck? Nee, kann das... hier. Ja, ich wollte es gerade blocken. Danke. Dankeschön, wer auch immer von euch beiden das war. Ich war gerade drauf und dran. Ich habe nur nicht so reagiert. Ich dachte gerade, wie kann ich dich nochmal blocken? Und dann, ach ja, da unten ist das Icon. Und dann, zack, weg war's. So. Und genau, willkommen zurück, Leon. Stormy war's, alles klar. Justin, das ist jetzt nichts gegen dich oder so, aber mit dem Minecraft... Ich habe auch schon eine Karte erstellt, eine Livestream-Karte. Allerdings habe ich da jetzt, ist mir da vorhin eine andere Idee gekommen. Wie ich das Ganze mache. Das wird nämlich meine zweite Let's Play-Staffel. Aber da möchte ich dann auch wirklich das als Let's Play-Staffel so, sage ich mal, aufziehen. Und komplett von vorne damit anfangen. Wo hast du hier einen Ball gesehen, sag mal, Shireen? Ach, da oben. Da komme ich aber nicht ran. Oder komme ich da links? Ah, ich komme hier links hin. Da ist noch einer. Okay. Was ist mit der Musik los?
Die Bots haben es hierher geschafft. Ja, normalerweise ist sie nur auf Live-LP. Siehst du, das ist jetzt das Zeichen meines Durchbruches. Deswegen, jetzt, das zeigt mir jetzt irgendwie, dass ich so langsam groß rauskomme, weil jetzt die Bots zu mir kommen. Wenn das Gras eigentlich raschelt, okay. Poupons, klingt eklig. Weil es oh ja, das ist eklig. Es kann Explosionen oder Erdbeben, ja. Aber ich denke mal, ein Psychoschock dürfte da reichen. Ah, es ist nicht sehr effektiv. Das ist scheiße. Rollentausch? Hohe Gewalt wurde zu Rasanz. Okay, machen wir das nochmal. Es ist halt ein Name. Na, die entwickelte Form hieß Lepumentas. Das Bodenpsycho. Ach so, deswegen. Ah, diese Wortspiele immer mit den deutschen Namen von den Pokémon. Hier wieder Poupons halt. Poupons und, also, hier Puppe und Trance. Puppe in Trance, wie auch immer. Pokéball gefunden, sehr gut. Komme ich da oben überhaupt irgendwie ran? Nee, hier ist keine Schräge, die nach oben führt. Wie soll ich denn da oben rankommen? Wahrscheinlich, ich kann mir gut denken, wie man da oben rankommt. Wahrscheinlich braucht man irgendwie Kopfnuss. Und das kann man dann da anwenden und der Pokéball fällt runter oder so. Rechts ist eine Treppe. Ach, da. Die Entwicklung war in der Psycho-Arena. Ja, aber da komme ich nicht ran. Da brauche ich wahrscheinlich Stärke für oder so. Wart. Wart, 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 wart. Ach so, ja. Manchmal sehe ich das Offensichtliche nicht. Fail. Ich heiße nicht umsonst, oder man nennt mich nicht, ich nenne mich nicht umsonst der Meister des Fails und einen Trank gefunden. Ich faile schon beim Gucken. Das will schon was heißen. Habe ich Justin jetzt verschreckt? Das wollte ich nicht. Nebulak! Aber Psychoschock dürfte ja noch funktionieren, weil es ja noch zwei Typ Gift hat und dadurch ist es sehr effektiv. Und dadurch ist Nebulak schnell weg. So, Jack muss jetzt erstmal ein wenig aufleveln. Und gegen dich kann ich ja nicht einfach antreten, oder? Nee. Hätte ja klappen können, aber ich kann mir gut vorstellen, war nicht irgendwas, wenn ich aus der Stadt komme, dass er denn gegen mich antreten will? Genau, Kasper, vom Anfang meines Let's Plays. Es gibt so viele tolle Pokémon. Und ich finde es interessant, mir sind bisher noch nicht so viele Pokémon der fünften Generation begegnet. Eher, also nicht so viele, heißt nicht keine. Aber trotzdem, also, das finde ich halt so schön an diesem Randomizer. Man hat alle Pokémon aus allen Generationen, die es bisher gibt, außer der sechsten halt natürlich. Das ist halt so toll. Ich finde das super. Das macht echt Spaß. Deswegen macht es mir auch gerade so einen Spaß. Ach ja. Ja, ich muss mich ja erstmal, musste mich dazu quatschen und dann bekommen wir hier unten unser Terminal. Und dann war das hier. Genau. Bla bla bla, Vivian, ja, ja, halt die Klappe. Ja, ja, das kennt man ja. Du erklärst mir jetzt irgendwie, wie das funktioniert, machst da irgendwas. C-Gier! Wenn es G-Cis ausgesprochen wird, dann sage ich auch C-Gier, wie auch immer. Wo alles drin ist, richtig. Und alle Regionen. Das wäre mal was. Ja, okay. Dann könnt ihr da unten auch immer sehen, wie die Uhrzeit bei mir ist. Nämlich dort. Wenn man es denn gut erkennen kann. Im Vollbild müsste man das eigentlich gut sehen können. Die kostet dann sicher gar nicht so viel, stimmt. Aber das Geld wäre es mir definitiv mal wert. Aber rein theoretisch hätte man jetzt hier... Also nicht alle Regionen, aber hier hat man wenigstens alle Pokémon mit einem Randomizer. Deswegen mag ich es halt. Deswegen spiele ich ja jetzt auch über Emulatoren immer. Das ist halt, macht halt ein bisschen mehr Bock, wenn man da alle hat.
Aber das WLAN, das brauche ich dann gerade doch nicht unbedingt. Ja. Das stimmt. Da bräuchte man echt länger. Bei Silber und Gold hatte man das ja auch mit Johto und Kanto, richtig. So, jetzt können wir hier erstmal ein paar Grundschülern oder wie auch immer aufs Maul hauen. Ja, aber das mit dem Pokémon Center wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten, dass man da 6 Stunden warten muss oder sonst irgendwas. Botogel geben viel Erfahrung. Das kenne ich aus Erfahrungen von Emero, seinen Streams. Ich guck mal kurz, was macht ein Funkenflug? Damn, was macht das denn aus? Ach, das ist sogar noch sehr effektiv, das wusste ich gar nicht. Hä? Botogel sehr effektiv? Ist es nicht nur ein Flug-Pokémon? Das ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. Egal. Jack erhält 414 Erfahrungen und erreicht Level 9. Oh yeah. Ach, das ist ein Eis-Pokémon. Eisflug, das war mir neu. Wunderraum, was ist denn das jetzt schon wieder? Anwender erzeugt bizarren Raum, in dem über 5 Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezialverteidigung getauscht werden. Moment mal. Bei den Pinguinen... Ja, stimmt auch wieder. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Anwender setzt Psychokräfte ein, um eigenes Angriffs- und Verteidigungswert auszutauschen. Setze ich beides eh nicht ein, aber... Wunderraum klingt mir dann doch irgendwie ein bisschen plausibler. Bei Yugong möchte ich dann doch eventuell wechseln. Ne, wieso? Versuchen wir es einfach. Yugong! Stimmt, da habe ich nicht drauf geachtet, dass es ein Pinguin ist. Wie kann ich da... Au, böse! Kann ich da eigentlich nicht drauf achten? Aquahobitze ist böse, 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 böse. Relion, kläre das Ding. Bitte. Bitte. Grüße zurück an Charlie. Kann sie gerade nicht in den Stream selbst reinkommen oder so? Weiß ja nicht. Ist sie gerade bei dir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich frage ja nur. So. Man weiß ja nie. Ach, sie ist unterwegs. Wie jetzt? Zu dir? Ach, egal. Keine Ahnung. Oder hat sie dir einfach übers mobile Internet geschrieben? So, hier gab es auch irgendeine, die mich geheilt hat. Hundertprozentig. Ach Quatsch, nein. Dum, 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 dum. Naja, wie auch immer. Hey Trainer, komm, lass uns kämpfen. Ja, einfach so geschrieben. Ach so. So, und dann haben wir jetzt Lady Jacqueline. Der sieht auch aus wie so eine Lady Jacqueline. Echt eine bizarre Randomized-Version, ganz ehrlich. Ich mach die Grundschüler platt. Psychoschock. Geballtes Wissen innerhalb der Grundschule. Too much Feuer, Pannenflammen. Und weg war's. Und Jack erreicht Level 11. Oh yeah. Ich glaube, meine Pokémon sind ein bisschen OP. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie ist mir so. Nicht, dass ich mich beschwere. Wir haben ja schon 2 verloren. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was es war. Irgendwas Jasmin. Ja, keine Ahnung, aber die sehen auch nicht alle aus wie 10, aber man selbst bekommt das erste Mal sonst wie spät. Da hast du eigentlich recht? Was ist denn das für eine Gesellschaft, in der kleine Kinder einfach mal bevorzugt werden, den 10-Jährigen gegenüber? Nicht mit uns!
Ja, natürlich verprügele ich die Kinder, Haustiere von Kindergartenkinder. Ein Hubbelhupf. Nicht zu verwechseln mit einem Google-Hupf. So, dann machen wir einmal Funkenflug und das ganze Ding hat sich auch gegessen. Zack, und das war's wieder. Bling. Jack erreicht Level 12. Wow. Alter, wie oft erlernen Pokémon bitte schön Attacken in der 5. Gen? Was ist das? Physische Kräfte. Tauschen Änderungen an Verteidigung und Spezialverteidigung. Ach so. Mit denen des Ziels. Nee. Bekannte Attacken behalten. Er kriegt zwar jetzt die ganzen Psycho-Attacken. Das Problem an Jack ist einfach nur, er bekommt halt nur diese ganzen statusverändernden Sachen. Hui! So, jetzt sind wir gerutscht. So, und du? Gut, du willst nicht kämpfen. Dann heilen wir einfach nochmal, um auch die AP wieder 100% hoch zu haben. Naja. La 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 la. Ist hier irgendwas noch zu kämpfen? Pokémon-Pension. Ah, da können sich Pokémon vermehren. Ah, aus 1 macht 2, die armen Kinder. Ja, ich weiß, aber... Du bist es, Jack. Du pumpst sie mit deinem Wissen voll. Du machst hier die ganze Zeit Psychoschock. Doppelkampf. Nummer 1. Gibt's hier nicht sogar auch Trippelkampf oder sowas? Oder gibt's das noch nicht? Strongman. Stand da Strongman? Ich habe da nicht drauf geachtet. So, du machst da... Ne, Moment. Ich will dann doch eher das Ding wegkriegen. Und du machst mit deinem Schocksamen Kabuto platt. Psycho-Schock und Schocksamen. Das passt ja. Reihumkampf. Okay. Oh, Antikraft. Antikraft ist böse. Warum hat jetzt er nicht getroffen? Ah, ist kein Problem. Ich hab ja denn beim zweiten Mal gelesen, was du meintest. Kabuto wurde besiegt. Strongman. Ich hab's auch gerade gesehen. Gott, what the fuck, Spiel. Es wird ja langsam ein bisschen ruhiger gerade im Chat. Na gut, ich streame auch schon eine ganze Weile. Was ist passiert? Anarchie! So, und jetzt kommt, glaube ich, Bell. Oder so. Irgendwas war hier mit Bell. Ah nein, es ist Chirin! Engineer Kim möchte kämpfen. Die schaut mir gespannt zu. Aber ich habe gerade mit Wasser gekleckert. Naja, ist ja egal, ist ja eh nur Wasser. Gut, ja, ne? Jack, Funkenflug. Sehr effektiv. Oh, er setzt Hagelsturm ein. Aber gleich kann ich ein neues Pokémon fangen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal bereit machen, sozusagen. Nicht spucken, schlucken. Na, nee, 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 du. Also, wer ein Pokémon haben will, der kann sich schon mal halb bereit machen, wenn er das Pokémon sieht. Das nächste. So, das war Level 13. Jack wird von Hagelkörnern getroffen. Setzt Donphan ein. Da kann doch der gute Justin, auch wenn er jetzt irgendwie den Stream verlassen scheint zu haben, bla. Schaut mir gespannt zu, das ist super. Ja. Kann er trotzdem noch was machen. Donphan! Donphan, 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 Donphan! Donphan, mach einfach einen Nassschweif und gut ist. Das dürfte, glaube ich, reichen.
Da flattern dem Donphan die Ohren. Oh. Kann das böse sein? Dampfwalze und Initiative ist gesunken. Eieiei. Ach, die Hagelkörner sind noch da. Gibt sonst Flecke? Bei Wasser. Wasser gibt auch gerade so schlimme Flecken auf einer Hose. Deswegen soll man auch niemals seine Klamotten in Wasser waschen. Lieber in Bratensoße rühren. So immer hin und her. Und yay, Justin erreicht Level 16 und entwickelt sich gleich. Oh yeah. Da haben wir doch gleich viele Orden. Ja, es gibt Wasserflecken, ich weiß. Entwickelt er sich nicht? Tefuk? War das nicht auf 16? Oder ist das auf 18? Oh, Jack, bitte. Die sind so böse, dass man sie nicht sieht. Ja, okay, gut. Dort entlang. Ja, sie haben da Pokémon geklaut. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja, was hast du gesagt? HBK, wir holen Pokémon zurück. Du bleibst bei dem Mädchen. Sie bleibt bei dem Mädchen, okay. Dann möchte ich aber trotzdem erstmal Pokémon heilen gehen. Ist nicht die Entwicklung auf 16? Habe ich das so verkackt, dass es auf 18 ist sie erst? Wen habe ich denn jetzt mit 16 im Gedächtnis gehabt? War das nicht sonst immer 16? Oder bin ich jetzt vollkommen weg? Ach nee, das war glaube ich nur Bisasam, das immer auf 16 sich entwickelt hat. Oder Flemmi hat sich doch auch auf 16 entwickelt. Okay, hier unten kommen wir auf anscheinend noch nicht lang. Ja, ist gut. Aber das hier müsste eigentlich noch eine neue Route sein. Da müssen wir erstmal kurz gucken. Da ist die Karte. Einsetzen. Das ist Route 3. Da haben wir noch nichts gefangen. Gut. Also, welches Pokémon wird es? Eins von den neueren. Es ist ein Chillabell. Männlich. Na, wer möchte Chillabell sein? Ich kann es nur versuchen mit Funkenflug irgendwie. Leon möchte Chillabell sein. Alles klar. Zu schwächen, danke. Nee, das ist männlich. Voll das männliche Team hier. Primärball, los! Na? Da. Hat nicht sollen sein, wie es aussieht. Was? Ich habe nicht darauf geachtet. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ah, Kacke! Da habe ich überhaupt nicht gerade drauf geachtet. Wann ist denn das passiert? Was zum Teufel? Mit Bla, wir essen keine Pokémon. Alter, was ist denn das für eine Attacke? Nee, leider gilt Wiederbeleben nicht. Das ist das Problem. Wir sind nämlich in der Nuzlocke-Challenge. In der Nuzlocke-Challenge gelten besiegte Pokémon als verstorben. Ach! Leisch! So. Wer kann denn auch damit rechnen, dass das Scheißvieh mit Fuchtler ankommt? Na super, es ist erschöpft und verwirrt. Dann hoffe ich mal, dass wir das wenigstens dafür fangen können. Richtig, Jack. Ich kann dich noch nach einem anderen benennen. Dafür haben wir wenigstens Chillabell gefangen. Das Leon war das? Genau, Leon bekommt das. Sein weißer Flaum ist mit einem speziellen Öl... Lass mich doch mal... Erstmal lesen.
Ja, Leon ist gut. Ich hab's gesehen. Ist in Ordnung. Du bekommst Chillabell, den Mörder. Leon ist der Jack-Mörder. Eigentlich ist es ja Rose, aber ist ja egal. Na, wer den jetzt versteht. Den Putzteufel. Tja, man muss ja offen sein. Wenigstens hat es einen niedlichen Mörder. Niedlich und tödlich für dich. Ja, leider. Es tut mir leid. Was kann denn unser neuer Freund? Das gucken wir gleich, aber das Wichtigere ist erstmal unseren alten Freund zu verabschieden. Und ich finde es interessant. Draußen wird es langsam dunkler, aber meine Kamera ist jetzt heller als am Anfang. Oder es wirkt auf jeden Fall so, finde ich. Oh, schalte PC ein. Jemand ist PC. So. Kannst du bitte im Pokémon-Team anfangen? Dankeschön. Jack, es tut mir leid. Ich war zu blöd, das zu sehen. Tut mir leid. Du hattest aber ein geiles Moveset und hast uns gut durch die ganzen Kindergartenkinder durchgebasht. Ganz ehrlich.